drei Frauen oder vielleicht ist es nur eine Frau und ein Mann. Ein Strand, Licht und Schatten, eine tiefe Symbolik. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin, ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Kunst musst du nicht verstehen. In dieser Folge möchte ich dich mitnehmen in ein Bild von Edvard Munch. Ich habe meinen Kunstkatalog von Edvard Munch vorhin einfach aus dem Regal gezogen und eine Seite aufgeschlagen und bin bei dem Bild gelandet, Die Frau, Sphinx von 1894. Es ist ein querformatiges Bild. Ja, das Bild hat die Maße 100 x 72 cm. Edvard Munch wirst du kennen. Edvard Munch war ein norwegischer Maler und Grafiker. Er ist geboren 1863 und gestorben 1944. Munch war ein ganz bedeutender Vertreter des Expressionismus. Und genau deshalb ist er wahrscheinlich auch ja, sowas wie ein Idol für mich, ein malerisches Idol. Ich mag eben diese wirklich rohe Art und Weise der Malerei. Bei Munch ist es durchaus aus, so sieht man es an seinem Strich, alles mit Bedacht gemacht, etwas kontrolliert, aber doch steckt eine ganz archaische Kraft dahinter. Und das ist das, was ich so liebe, diese Echtheit, diese Authentizität. Ja, wie ist das Bild gemalt? Ich erkenne in dem Bild zwei Ebenen. Im Vordergrund sind drei Personen, drei Frauen und ein Mann. Im Hintergrund ja, gibt es sowas wie eine Strandlandschaft, auch Wiese oder Wald. Man sieht auch ein Stück Meer, also man sieht so eine Landzunge ins Meer ragen oder in den Himmel. Also ist die Horizontlinie am linken Bildrand ist nur sehr, sehr vage zu erkennen. Also Himmel und auch das Meer haben fast dasselbe Blau. Das ist so ein sehr luftiges Blau und etwas durchscheinend. Also der Untergrund ist so ein bisschen erkennbar. Es ist nicht die reine Leinwand. Er scheint also da eine Grundierung, eine helle Grundierung aufgebracht zu haben. Aber es hat sogar eine gewisse Leichtigkeit. Das Bild erhält eine wahnsinnige Dynamik durch diese Landzunge, durch ja, diesen Strandabschnitt, der wie so eine große Sichel von links in das Bild hineinragt. Die erste Frau am linken Bildrand, die wird fast mitgerissen von dieser Sichel. Figuren in dem Bild, die sind fast so groß wie das Bild selber, also wie die Bildhöhe. Sie nehmen fast die gesamte Höhe des Bildes ein. Die linke Bildhälfte wird dominiert durch Helligkeit. Die rechte Bildhälfte dominiert durch Dunkelheit, durch in sich gekehrt sein, durch Melancholie. Es gibt aber auch etwas ja, fast Bedrohliches darin, durch rote Farbakzente, die besonders hervorstechen durch den grünlich-blauen Untergrund, durch diesen Komplementärkontrast. Der einzige Mann in diesem Bild, der ist ja fast eingequetscht am rechten Bildrand und er ist abgetrennt von den Frauen durch ja, etwas, was sich mir nicht ganz erschließt. Ist es ein Baum oder wirklich sowas wie eine Wand? Also mir erscheint es fast, als wenn es auch so etwas wie ein Sarg sei. Was Munch da wirklich gemeint hat, das muss ich nicht wissen. Ich schaue es mir einfach an, versuche meine eigene Interpretation zu finden. Mich reizt einfach diese Symbolik in dem Ganzen, die
Möglichkeit der Deutung. Am rechten Bildrand direkt vor der männlichen Figur, die auch mit dem Hintergrund ziemlich verschmilzt, ist ein roter Gegenstand. Es könnte ein Leuchter sein, es könnte aber auch etwas Pflanzliches sein. Es verleiht dieser Figur auf jeden Fall noch mehr Tiefe. Mann und Frau, also es gibt in diesem Bild zwei Paare. Einmal Mann und Frau auf der rechten Bildseite, ganz dunkel dargestellt, in sich gekehrt. Die rechte Person, vielleicht ist es Munk selber, senkt den Kopf, sieht also wirklich sehr niedergeschlagen aus, sehr melancholisch. Und links neben dieser nicht ganz definierbaren vertikalen Linie, die auch als Baumstamm eben gedeutet werden könnte, befindet sich eine ja fast nonnenhaft erscheinende, ängstliche junge Frau, die auch mit diesem Hintergrund verschwindet. Die Frau trägt ein blaues Kleid. Die Frau ist sehr, sehr schlank. Ich würde sagen, sie ist schön, aber sie hat eben etwas Mädchenhaftes noch. Direkt neben ihr ist eine nackte Frau, also in sehr, sehr hellen Tönen dargestellt. Könnte dieselbe Person sein, aber die andere Seite dieser Person, die Leidenschaftlichkeit, die wahre Seele dieser Person, das Triebhafte, was eben nicht gezeigt werden darf. Es scheint auch so eine Art Entwicklungsgeschichte dieser Person zu sein. Ich selber deute diese drei Frauen im linken Bildbereich als ein und dieselbe Frau. Und es zeigt sich einfach, also ganz, ganz links ein junges Mädchen mit fliegenden Haaren, unbekümmert, offen, nach vorne schauend. Merkwürdigerweise sind keine Füße zu erkennen. Also die Frau trägt ein weißes, langes Kleid, ein Kleid der Unschuld. Rund um sie herum liegen auch Blüten oder wachsen Blumen mit weißen Blüten. Also das Ganze hat etwas sehr, sehr Frisches und Unschuldiges. Genau in der Bildmitte ist wahrscheinlich dieselbe Frau, etwas älter, aber ganz von ihrer Körperhaltung her ganz offen, sehr verletzlich, ganz nackt, rote Haare als Zeichen der Leidenschaft und empfangsbereit sozusagen. Und eben direkt neben ihr diese wahrscheinlich wirklich dieselbe Person, zugeschnürt, in sich gekehrt, alles weggeschlossen sozusagen. Und auf der rechten Seite eben wahrscheinlich der Maler selber, der vielleicht sogar überfordert ist von dem Ganzen oder sich bedroht fühlt, wer weiß, irgendwie abgeschnitten auch vom Leben und sich selber einiges versagend. Was auffällig ist, ist, dass die ganz junge Person am linken Bildrand fliegende blonde Haare hat, die wie das Meer selber so in einer ganz, ganz großen Welle, also das Haar setzt sich wellenförmig bis zum rechten Bildrand fort. Also wirklich in einem schmalen Streifen am oberen Bildrand. Wie eine Hülle oder eine Begrenzung. Wie ein Deckel, der auf allem drauf liegt. Und die Haare sind eben direkt, wenn sie noch der Frau zuzuordnen sind, sehr blond und ja, einfach neutral, unschuldig. Und sie werden zum rechten Bildrand hin immer leuchtender und enden schließlich in einem ganz, ganz leuchtenden Feuerrot. Und dieses Feuerrot, das liegt sozusagen auf dem Kopf von Edvard Munk. Ja, das, was ich auch noch aus einer Ausstellung, die ich vor vielen Jahren in Bremen gesehen habe, weiß, ist, dass er sich tatsächlich auch immer wieder bedroht fühlte durch die Kräfte der Frau, durch das Triebhafte, was natürlich Männer genauso haben, natürlich, aber dass er vielleicht auch so Angst hatte, davon
vereinnahmt zu werden und fühlte sich vielleicht hilflos diesen Mächten ausgesetzt. Also ganz abgesehen von der Symbolik besticht dieses Bild durch die besondere Komposition, die ich eingangs auch beschrieben habe, und diese Farbigkeit, die, wenn man wirklich genauer hinschaut, so viel aussagt und die Symbolik eben noch extrem unterstützt. Und man sieht auch den Strich von Edvard Munch, den Duktus, der von oben nach unten geht und ja, eigentlich konsequent von oben nach unten, nur das Haar der linken Frau, also dieser jungen, unschuldigen Frau, dieses Haar, was sich eben als Schleier über alles drüber legt, das ist quer vom Duktus, der von oben nach unten geht, gemalt. Also ich finde dieses Bild, je länger ich drauf schaue, immer noch interessanter. Ich schaue jetzt einfach nur in einem Kunstkatalog drauf. Ich erinnere mich aber an die Bilder, die ich damals in Bremen gesehen habe und erinnere auch, dass die Farbigkeit in diesem Kunstkatalog natürlich abweicht. Also die Bilder haben, wenn man wirklich sie direkt im Original sieht, noch eine viel stärkere Macht. Also ich finde die Bilder von Munch wahnsinnig ergreifend und wahrscheinlich hat das auch einfach sehr zu seiner Popularität beigetragen. Er selber, ich habe auch irgendwann mal eine Biografie gelesen, ist natürlich auch eine sehr gespaltene Persönlichkeit gewesen, eine sehr melancholische Person, unheimlich tiefgründig, sehr sensibel und das drückt sich eben in diesem geheimnisvollen Bild auch aus. Also ich hoffe, ich konnte dich ein wenig auf den Geschmack bringen, ein Bild einfach nur erstmal anzuschauen. Und ich merke mal selber, wenn ich darüber rede, dass sich immer mehr Dimensionen öffnen in einem Bild. Ich kann natürlich still davor stehen, eine Zeit lang, und es auf mich wirken lassen, das ist auch erstmal wichtig, aber es ist auch immer schön, wirklich über Bilder zu reden und vielleicht auch mit jemandem zusammen ein Bild anzuschauen und zu gucken, wie geht es der anderen Person damit und sich darüber auszutauschen. Also, wenn du das Bild jetzt sehen möchtest, fang an zu googeln. Also es ist Absicht, dass ich das Bild nicht irgendwie als Titelfoto für diese Podcast-Folge, für meine Podcast-Folgen wähle, dann du sollst es dir einfach vorstellen auf Basis meiner Beschreibung und ja, ich wünsche es mir, dass du es dir vorstellen kannst und dass du so ein Bild vor deinem geistigen Auge hast, was du dann vielleicht, was dich neugierig macht und was du dann gerne einfach mal vergleichst mit dem, was du im Netz findest. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Im Nachgang kann ich mir natürlich noch Fragen stellen, zum Beispiel, warum hat Munch das Bild Sphinx genannt? Also ich kann da tiefer in die Deutung reingehen, wenn ich will, aber der reine Bildgenuss wäre auch ohne diese Deutung gegeben. Ich kann mich auch fragen, was das mit meinem eigenen Leben zu tun hat, denn ich bin wahrscheinlich nicht umsonst an diesem Bild hängen geblieben, also als Inspiration. Für dich selber. Ich möchte die Frage jetzt hier nicht beantworten, was das Bild für mich bedeutet, aber es ist einfach ein Impuls, um über das eigene Leben, um über die aktuelle Situation nachzudenken. Ich muss mich dem Bild nochmal zuwenden. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das Bild so fesselt und wiederholt beschäftigt. Ich möchte dann auch hier noch ein paar Dinge ergänzen. Und zwar ist auch sehr wichtig, wie der Gesichtsausdruck der Person ist. Und ja, dass die Person, die am linken Bildrand ist, also das junge Mädchen, dass das im Profil zu sehen ist und ja, nach links guckt, dass ist die Seite, die wir auf einem Zeitstrahl normalerweise mit der Vergangenheit verbinden.
mittlere nackte Person hat die Arme gehoben und hinter dem Kopf gekreuzt, die Hände hinter dem Kopf gekreuzt wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall diese schon beschriebene ganz, ganz offene Position. Aber der Blick dieser Frau, der geht so ins Ungewisse, auch noch so ein wenig zurück in die Vergangenheit. Dann haben wir auch die schon beschriebenen dunklen Personen, also die eingeschnürte, in sich gekehrte Frau, die uns aber direkt anschaut, also ein klein wenig nach unten schaut, aber sie hat einen sehr, sehr durchdringenden Blick und ja, ist wirklich direkt, das Gesicht ist uns direkt zugewandt. Also diese Frau, die verschwimmt von ihrer Gestalt her komplett mit dem Hintergrund. Also das Einzige, was aufleuchtet, ist ihr Gesicht, ihr Kopf. Und genauso ist es auch bei der männlichen Figur, bei der ich davon ausgehe, dass es Munk selber ist. Aber die männliche Figur ist auch nur im Profil zu sehen und schaut eben leicht nach unten. So wirklich verbittert, ängstlich, also überfordert von dem Rätselhaften der Frau, von der Weiblichkeit. Und man hat das Gefühl, dass er sich davor schützen will. Aber er setzt sich natürlich hier malerisch damit auseinander. Ich empfinde das als eine innere Auseinandersetzung mit den Kräften, ja, mit der männlichen Kraft einerseits, mit dem Triebhaften und andererseits diesem Versuch, das mit dem Kopf irgendwie zu kontrollieren und zu beherrschen. Also dieses sich abgrenzen und nicht mehr darauf einlassen wollen. Also ab einem bestimmten Alter ist da wie hier auch dargestellt, so eine Sperre davor. Also das ist sowohl bei der männlichen Figur so, als auch eben bei dieser weiblichen, in sich gekehrten, zugeschnürten Person, die auch das Gefühl hat wahrscheinlich, dass sie ihre Kräfte nicht mehr zeigen darf. Das Rot der Haare ist zu einem Schwarz geworden, zu einer ja eher in Trauer befindlichen, also es unterstützt dieses Trauernde, dieses Verbitterte und dieses Rote, dieses feuerrote Haar der nackten Person, das in Munks Bildern so etwas wie ja, Lust und Verlangen verkörpern soll, ist zumindest mein Eindruck. Das ist aus dieser in blau gekleideten, dunklen Erscheinung der Frau wahrscheinlich komplett weg. Also ganz vielleicht noch nicht. Da ist eben ja so die Trauer darüber, dass das blühende Leben sozusagen vorbei ist, obwohl diese Frau eben noch relativ jung aussieht, aus meiner Sicht. Dieses Kontrollierende, sich Versagende, dieses vielleicht auch den gesellschaftlichen Normen Gehorchende. Ich muss gehorchen und ich darf ja nicht so sein, wie ich bin. So, das ist in diesem Bild ganz deutlich. Was mir auch noch aufgefallen ist, eben dieses Schwungvolle auf der linken Seite, was ich auch eingangs sagte, also diese schwungvolle Landschaftsandeutung und dann eben im Kontrast dazu auf der rechten Seite dieses totale Gefühl des Erstarrtseins, also diese konsequente Vertikalität. Und auf der linken Seite gibt es eben diesen Schwung der Jugend, dieses Verbundensein mit der Natur, das Urvertrauen vielleicht, was dann eben, je weiter man sich an den rechten Bildrand bewegt, total verschwindet und unter dem Mantel der Kontrolle verdeckt wird und zurückgehalten wird.
So sieht das aus. Ich finde dieses Bild, wie gesagt, total spannend. Ich mag diese Bilder, in denen so viel passiert, mehr im symbolischen Bereich. Das Bild an sich ist ja relativ einfach gemalt, aber es lässt so viel an Komplexität zu, was die eigenen Gefühle und Gedanken angeht. Und das ist, ja, es ist so die Genialität in dem Ganzen. Es ist kein Bild, was man sich wahrscheinlich übers Sofa hängen würde, aber es ist ein Bild, was unheimlich viel in uns aufschließen kann und zum Reflektieren anregt und uns im Leben auch weiterbringen kann. Das ist eben auch ein total hilfreicher Aspekt der Kunst. Also Kunst nicht nur als reine Provokation und Dekoration, sondern wirklich als Möglichkeit, sich selber den Spiegel vorzuhalten. Und das ist für mich als Malerin ebenso wichtig. Also ich schätze mal, ich will mich natürlich überhaupt nicht mit Munk vergleichen, aber ich glaube, dass es für Munk eben auch so eine Funktion war. Also seine Malerei war ein wichtiges Ausdrucksmittel für ihn und eine Möglichkeit, sich selber im Spiegel zu sehen und sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Also du merkst, ich habe hier diese Podcast-Serie mehrfach unterbrochen, weil mich das Bild einfach so in den Bann gezogen hat. Und nach den Pausen, die ich in der Bildbetrachtung gemacht habe, kamen immer wieder noch neue Aspekte hinzu. Also das ist so ein Bild mit Langzeitwirkung und das lässt es eben interessant werden. Man kann immer wieder hinschauen und entdeckt noch etwas Neues. Und bei einigen anderen Bildern ist es eben so, dass man nach 5 Sekunden alles erfasst hat und da ist kein Rätsel und da gibt es auch keine Fragen. Also für mich ist das ein Qualitätsmerkmal von Kunst, wenn ich lange hinschauen kann und immer wieder neue Aspekte entdecke, die mich auch ja zum Reflektieren anregen oder die mir immer wieder neue Impulse geben. Hiermit ist aber jetzt wirklich Schluss und ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein paar Anregungen geben, etwas anders auf Kunst zu schauen und Bilder auch etwas als etwas zu sehen, was dich im Leben wirklich weiterbringt, was dir hilft, dein Leben, was dir persönlich hilft, aber auf eine unkonventionelle Art und Weise. Und ja, es ist der andere Aspekt der Kunst, also diese, ja, man sagt auch eher, das ist ein Psychologisieren der Kunst und es wird so negativ dargestellt, aber für mich persönlich war das schon immer der wichtigste Aspekt in der Kunst, denn Kunst drückt doch das Innere des Künstlers, der Künstlerin aus. Und ja, wir sind alle Menschen. Und das ist einfach das Schöne, dass wir uns da so gegenseitig zeigen und auch sehen, dass wir mit unseren Gefühlen und Gedanken nicht alleine sind. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende. Ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.